CSQ 29431. CSQ ist das Kürzel für geplanter Danzug mit Qualitätsstraße. Ein schöner Ausflug also in den Sommertag. Der Zug steht in Großbeeren zur Abholung. Fahren Sie dorthin, übernehmen Sie den Zug und von da geht es ohne geplante Störung nach Leipzig-Mokau, wo Sie abgelöst werden. Damit moin mit Hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns hier in Kurs mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute mal wieder zurück im Train Simulator Classic. Ja, wir befinden uns heute auf der Strecke Berlin-Leipzig bzw. schwere Fracht Phil für Sardinien. Ja, und stehen hier im Bahnwerk Sardinien. Absteiggleis, wo hier unsere wunderschöne Baureihe 232 von VR abgestellt ist. Und wir sollen erstmal eine Loküberführung, also den Zug erstmal bis nach Großbeeren fahren, wo wir dort dann die Wagen abholen sollen. Ich glaube, es sollten sogar Containerwagen sein. Und dann geht es von Großbeeren aus bis nach Leipzig-Mokau. Ja, wird eine spannende Fahrt, lange Fahrt vor allem. 110 Minuten sind geplant, laut Szenario-Beschreibung. Wollen wir mal schauen, oder wir werden mal schauen, ob wir das in den knapp 2 Stunden schaffen. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen auch. Vorab zur Information, ich werde jetzt erstmal ohne Sie und PCP bis nach Großbeeren fahren. Ich habe nämlich schon mal einen Aufnahme gemacht und da ging ein bisschen was schief. Schalten uns allerdings erstmal die Lüfter 1, 2 und 3 an. Machen dann den Anlasser an. Können in der Zeit noch die Pultbeleuchtung einschalten. Na? So. Ach, bitte erst die Kraftstoffpumpe einschalten. Genau. So. Jetzt schalten wir den Anlasser ein. So, dynamische Bremse können wir auch einschalten. Wir lösen dann schon mal die Bremsen. In der Zwischenzeit. So, können dann den Schalter auf Fahren stellen. Schalten wir noch den Richtzuwender nach vorne. Wie gesagt, SIFA PCB lasse ich erstmal aus. Grund dafür ist, Störung. Weiß ich nicht, ob es was an dem Zug liegt oder ob es an den Szenario liegt, keine Ahnung. So, zumindest würde ich sagen, wir fahren auch jetzt erstmal los. Wunderschöne Baureihe 232 Luthen-Miller. Sieht man ja auch nur so ganz oft in Deutschland, eher weniger in der DB-Lackierung, aber in anderen tollen Lackierungen. So, vor allem bei uns in der Umgebung sind sie viel unterwegs. Sind da meistens immer die Züge oder die Güterzüge mit Lokgespann, die dann in Richtung Polen fahren oder nach Polen besser gesagt fahren. So, Ausfahrt ist erstmal 25. Hier außen Bahnwerk, im Hintergrund sehen wir auch noch eine Loop mit abgestellt. Genau, waren hier glaube ich auch schon mal unterwegs, weiß ich nicht, ob das jetzt im Livestream war oder in einer Szenarioaufgabe war. Bin ich mir nicht so sicher dabei, was das sonst genau war. Zumindest ist hier die Strecke nicht ganz unbekannt. Genau, ja, irgendwo hier auf der Seite ist auch die Regionalbahnstation. Sardinien war ich auch schon Realität, bin ja schon dran vorbeigefahren, bin ich mit der Regionalbahn von Berlin Hauptbahnhof aus bis nach Dessau gefahren. Genau, an Michendorf dran vorbei, fahren wir auch noch dran vorbei. Genau, so, hier werden auch noch Rangierarbeiten geleistet, hier steht auch noch eine Baureihe 294, wunderschön. Ah, hier sieht man immer was, wunderbar. Genau, ja, wie gesagt, ich habe hier schon eine Aufnahme gemacht, bin bis nach Großbeeren gekommen. Allerdings gab es dann Probleme irgendwie mit der SIFA oder mit der PCB. Eins von den beiden war es zumindest. Es hat die ganze Zeit gepiept und den Tinnitus wollte ich nicht unbedingt haben. Deswegen. Ach ja, guck mal, Gürtel kommt sogar heute. Schön, 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 schön. Ja, genau, zumindest wollte ich euch das hinterher auch nicht antun. Deswegen habe ich dies dann auch gelassen. Schön. Der Zug noch. So. Genau. Fahren wir 40. Gott sei Dank müssen wir bestätigen, aber PCB ist ja aus. Müsste man jetzt bestätigen. Freigabe für 60. Das Signal deutet aber darauf hin, dass dann das Ausfahrtssignal dann hier für die Abstandlage dann wieder auf 40 ist.
Genau. Schön. Schön, schön, schön. So, weiches Gestell, da mal drauf achten. So. Wunderbar. Dann schauen wir mal, ob das hier mal was wird hier, die Fahrt. Bin ja mal gespannt wie ein Turnschuh. Ich glaube, vor 14 Tagen, wenn ihr das Video seht, sind wir im Livestream ja auch mal gefahren hier bis nach Großwehren. Allerdings haben wir dann eine Zugentgleisung hinbekommen, die nicht geplant war. Natürlich, ja, genau. So ist es. So ist es. Also so gesehen ist es jetzt schon der dritte Versuch hier, die Aufgabe zu machen. Allerdings bei der ersten Aufgabe war ich ein bisschen unkonzentriert. Beziehungsweise habe ich da ein bisschen verschätzt mit dem Bremsweg. Und ja, beim zweiten Aufnahmeversuch, ja, weiß ich auch nicht, was da Phase war. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, ach, da steht er. Bremst. Ah, kommt nochmal ein Güter zu krallen hier. Mein Gott, hier ist was los, ey. Himmel nach schon irgendwo. So, dieses Signal müssten wir rein theoretisch gesehen jetzt auch bestätigen, wieder mit wachsam. Weiterfahrt mit 40. Ah, schöne Uhr hier. Ah, nochmal 294 abgestellt. Also hier ist ordentlich was los. Ordentlich was los. Weiß jetzt gar nicht, wer der Entwickler ist von der Strecke. Ob das jetzt ein VT oder V, ja, VT, Little Tracks oder Little Railworks, VR. Oder war es doch Train Team Berlin? Irgendwie eins von den dreien war es. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher dabei. Zumindest ist die Strecke Berlin-Leipzig und die Streckenerweiterung, wo auch die Aufgabe und die Lokomotive dabei ist, schwere Fracht für Sedin, alles mit unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und vorab zur Information, ihr benötigt die Strecke Berlin-Leipzig, um ja, die Streckenerweiterung überhaupt nutzen zu können. So, na dann. So, dürfen dann sowieso nur 60 fahren ab dem Hauptsignal, deswegen werde ich jetzt auch nicht schneller ja, beschleunigen. Ja, hier im Hintergrund erkennt man nur ganz leicht, irgendwo da hinten ist noch der Bahnhof Sedin und da vorne kommt dann der Bahnhof Michendorf. Sehen wir auch schon. Genau. Ich glaube geradeaus, weil da geht es dann indirekt nach Berliner Hauptbahnhof. Wir biegen allerdings dann rechts ab, kommen noch nach Deinsa und mit der Citybahn. Sehr schön. Ohne das Citykopf, nicht so schlimm. So. Aufpassen. Wahrscheinlich gleich gegenbremsen hier. Genau. Geht nämlich bergab runter. Könnt ihr nämlich Punkte sammeln, das ist ein Karriere-Szenario. Aber sieht da bis jetzt alles ganz gut aus. So, können wir ein bisschen gegensteuern, jetzt wieder berghoch. Und dürfen dann auch bis auf 120 jetzt beschleunigen. Ein paar Güterwagen abgestellt, da vorne der Bahnhof von Michendorf. Genau, und wie gesagt, wir biegen dann rechts ab in Richtung Flughafen Berlin-Brandenburg, BER und Terminal 1 und 2. Und heute Flughafen BER Terminal 5 müsste es sein, was früher mal Berlin-Schönefeld war. Flughafen Berlin-Schönefeld. Genau. Es steht auch für Schönefeld. Aber heute hieß das oder heißt das alles anders. So, können wir mal ein bisschen Schubrakete geben hier. Ja, einen genauen Fahrplan haben wir nicht. Steht dann nur, kuppeln Sie den und den Wagen an und halten Sie dann in Leipzig-Mackau. So sieht es nämlich aus. Aber das werden wir schon alles hinbekommen. So. Genau, geradeaus weiter geht es indirekt nach Berlin. Wir fahren jetzt hier rechts lang. Dörferstufe 3, wenn wir halten. Na, vielleicht doch hier. Gucken wir mal. Schauen wir mal.
Wird schon. Irgendwie. So. So, jetzt erstmal hier lang. Auch schön direkte Metatafeln, gerade vorhin hier die. 2-2 war so ein bisschen in ja, die Büschen versteckt. Finde ich auch mal sehr cool, wenn auch auf sowas geachtet wird. Ist ja in der Realität auch manchmal, aber manchmal sind sie auch so beschädigt und so abgekratzt, dass man manchmal gar nicht mal mehr die Beschreibung auf den Hektometern-Tafeln erkennen kann. Hier ist mittlerweile auch schon ganz viel gesehen. Und jetzt in den letzten Wochen war ich auch wieder relativ viel unterwegs in Berlin-Brandenburg. Die einen oder anderen Züge gefilmt und fotografiert vor allem. Da seid ihr auch mal up to date auf Instagram, da seht ihr immer mal wieder ein Foto oder mehrere Fotos. Also einfach gerne mal da vorbeischauen. Link dazu natürlich auch, ist auch unten in der Videobeschreibung. Gar keine Frage. Genau, und ich sitze auch schon im Schnitt für das erste Trainspotting-Video. Genau, aber wenn das kommt, weiß ich nicht. Einfach überraschen lassen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren. Glocke aktivieren, kommt ihr selbst Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online ist. Oder wenn ich mal wieder einen Livestream mache. Und bei Instagram informiere ich euch eigentlich auch immer, wenn ich das nicht gerade vergesse und auch Zeit dafür habe. Genau. Ja. Kommt auch immer in der Story. Neues Video ist online. Das und das. Bla bla bla. Nimm euch allgemein euch so ein bisschen mit meinen Tag. Genau. So, vorne kommt die Ankunft für 100. Können wir schon mal runterbremsen. So, letzten Rest lassen wir uns ausfallen. Und halt gelten nämlich erst ab dem nächsten Hauptsignal, der in 700 Meter kommt. Hier vorne kennen wir den schon. Da haben wir schon die 100. Und wir versuchen die Geschwindigkeit zu halten. So. Naja, dann wird er hoffentlich ein Schuh raus, ja. Schauen wir mal, was wird Ende des Tages. So, 100 ab hier. Aber die Ankündigung hätte man nicht bestätigen brauchen. Da wäre alles in Ordnung. Genau, so, wird wieder viergleisig. Kurze Stücke, wird gleich wieder zweigleisig. Wir fahren nämlich jetzt hier auf das zweite Gleis von links drauf. Genau. So, und ich glaube, hinter dem Hauptsignal dürfen wir dann wieder auf 120. Ach, wir jetzt aber schon. Gut. Auf 120 beschleunigen. So. So, kommt doch schon der erste Bahnhof, wo wir hier durchfahren. Ist gerade gar nicht, welcher Bahnhof das ist. Mal gucken. Das ist jetzt Samund. Genau. So. Allerdings, welche Regionalbahn jetzt hier hält, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr das natürlich gerne auch mit unten in die Kommentare reinschreiben. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und dadurch lerne ich natürlich auch nur mehr dazu. Also keine Scheu. Und falls ich irgendwelche Kacke erzähle, korrigiert mich auch gerne unten in die Kommentare. Damit habe ich auch kein Problem. So. Genau, also 11 Kilometer sind es jetzt noch bis nach Großbeere im Güterbahnhof, wo wir dann den Zug entgegennehmen werden. Und dort müssen wir dann auch die Fahrtrichtung wechseln. Dann, wenn wir gekuppelt haben, logischerweise, und dann geht es bis nach Leipzig-Mockau. So, und bis nach Leipzig-Mockau sind es auch bis jetzt noch 154, allerdings glaube ich von Großbeeren aus wird es vielleicht noch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein, also gucken wir noch mal dann, wenn wir an Großbeeren angekommen sind. So, dann hoffe ich, wenn wir dann gekuppelt haben und dann unsere Fahrt nach Leipzig-Mockau starten mit den Güterwagen, dass das dann ja alles funktioniert mit CIVA und PZB, wäre ziemlich cool. Ah, oh, 101er hier vom Containerzug. Interessant. Das waren auch nicht alle Tage.
sieht man noch nicht alle Tage. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, die AfB ist dann, die nicht die AfB, sondern die PCB ist dann hier oben mit verbaut. Genau. Werden wir dann im Laufe der Fahrt sicherlich dann, ja, und sicherlich nochmal uns ein bisschen angucken. Heute haben wir ja auch schließlich Zeit dazu. So. Aber es geht erstmal noch hier lang. Ganz entspannt. Hügelig hier teilweise. So. Tja, bin ja mal gespannt, was dann so als nächstes rauskommen wird für Train Simulator. Vor allem so an Strecken. Ich hoffe, dass es noch die eine oder andere deutsche Strecke vielleicht dieses Jahr noch mit rauskommt. Auch mal wieder was im Raum Berlin. Zum Beispiel so Berlin-Dresden, Berlin-Hamburg. Ja, auch ganz interessant, Berlin-Cottbus. Ja, mal schauen. Ich würde mich zumindest freuen. So, ich fahre mal jetzt gerade durch den Bahnhof Struffsdorf. Ich hoffe, ich habe es nicht ausgesprochen. Fahren wir gerade durch, kommt eine Regionalbahn. Baureihe 143, moin, Ankündigung für 60. Das müssten wir jetzt allerdings wieder bestätigen und müssen jetzt auch abbremsen, relativ zügig auf unter 85. Jetzt haben wir keine Güterwagen dran, ist das jetzt erstmal noch so uninteressant. Aber den Rest lasse ich mich hier ausrollen. Also rein theoretisch gesehen bräuchte ich jetzt nicht so drauf achten, weil ich jetzt keine PCP anhabe. Allerdings muss ich auch dazu sagen, eigentlich dürften jetzt, glaube ich, nur 40 km/h die ganze Zeit fahren, wenn wir ohne PZB fahren. Wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, irgendein Lokführer hat das mir mal gesagt. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung. Ich hoffe, ich habe es auch richtig aufgenommen. So. Wie gesagt, wenn ihr da besser informiert seid, schreibt es mir ganz gerne mal in die Kommentare mit rein. Würde mich interessieren. Genau. Ja. Aber wir sind im Simulator, machen wir mal eine Ausnahme. Aber sonst muss man ja zusammen, bin ich eigentlich relativ realistisch ja eigentlich immer unterwegs. Sonst. So, genau, für uns geht es jetzt erstmal auf die linke Seite. Und dann glaube ich dann gleich nochmal links und fahren dann am Bahnhof hier vorbei. Von Genshagener Heide. Interessanter Name. So. Gut, und ja, dürfen dann erst einmal wieder bis auf 100 km/h beschleunigen. Brauchen wir auf 100, weil wir in 750 Metern sowieso dann noch unsere Höchstgeschwindigkeit oder unsere Streckenhöchstgeschwindigkeit 100 km/h beträgt. Oder Streckenabschnitt Höchstgeschwindigkeit. So rum, was auch immer. Genau. Wunderbar. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, hier ist noch der Notrausschalter. So sieht's aus. So, genau, für uns geht es jetzt hier links runter. In Richtung Berlin. Haben auch Halt erwarten. Bremsen wir mal. Ankündigung 50, müssten wir wieder bestätigen. Mal dann schon wegen der 50. So. So sieht's aus. So, haben wir auch Halt. Genau.
Wichtig ist jetzt auf der 18, wir würden jetzt eigentlich so langsam in den 500er aufgenommen werden, dass wir dann wirklich unter 25 km/h fahren. Allerdings leuchtet das Rangiersymbol hier, also wir haben einen grünen, weißen Punkt, wo wir fahren dürfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Szenario jetzt abbricht, weil die PZB aus ist, aber es ist verweigert, das Fahren. So. Jo. Wir dürfen nicht fahren. Genehmigung zum Überfahren, das heißt, das Signal ist verweigert. So, gut, jetzt habe ich leider gerade Notbremsung reingehauen aus Versehen, aber ich glaube, sonst wären wir auch nicht zum Stehen gekommen. Muss ich erstmal gucken hier, nämlich wir müssen genau den hier ankuppeln. Aber es kommt nichts. Das ist das Problem, wenn ich jetzt rüberfahre, nicht, dass es nachher abbricht. Aber hier leuchtet was Weißes. Also wir könnten das jetzt ausprobieren. Ja. Oder ich schalte jetzt PZB einfach an. Das wäre natürlich auch eine Variante. Aber man muss sich natürlich auch mal so ein bisschen ausprobieren im Leben. Also probieren wir es einfach nochmal. So. So. Na, dann schauen wir mal. Ich sehe auch gar keinen PCB-Magneten hier. War wie bescheuert. Nee, sehe ich keinen. Okay, gut. Augen zu und durch, würde ich sagen. Probieren wir mal. Wir werden es ja gleich sehen, ob es abbricht oder nicht. Okay, sieht gut aus. So, na dann. Alles klar. Gut, ich war jetzt so unsicher, mal angehalten. in Realität, wenn es blinkt, Befehl 40 einfach drücken und dann mit 25, also unter 25, also 24 km/h rüberfahren. So. Genau. Also kenne ich es zumindest. Trotzdem, also wenn es weiß blinkt. Wenn es nicht weiß blinkt, muss man sich dann erstmal bei der Fahrlichtsättung informieren. Warum leuchtet das Rot unter, ja, so wie die Weichen gestellt sind, ist der Streckenblock gesperrt, ja, weil da Güterzüge stehen oder Güterwaggons stehen, den wir ankuppeln müssen. Genau. So sieht's aus. So. Ich muss ja sagen, ist schon ein bisschen langweilig, ohne PZB und SIFA zu fahren. Man hat ja sonst nichts zu tun hier. Sonst hat man ja eigentlich immer was zu tun, aber naja. So ist es halt. So, hier ist auch der Bahnhof von Großbären. Halten Regionalbahnzüge in Richtung Berlin. Genau, also in die Fahrtrichtung geht es dann weiter in Richtung, Lutherstadt Wittenberg, mein Gott. So, und der Bahnkollege steht auch schon dort, unser Kuppler. Sehr schön, wir bremsen. So langsam. Und fahren dann ganz geschmeidig ran. Dann wird es sicherlich auch klappen. Man hofft es zumindest. So. Ah, ich fange schon an zu zittern. Ah, ich mag das nicht so, dieses ganze Rumgekupple und so. Da haben wir sehr schlechte Erfahrung damit gemacht. Vor allem sowas mit Geschwindigkeit halten ist und so, ah, muss man öfters machen, dann kann man das sicherlich auch. Aber naja, so, gut. Moin, Tag, Kollege. So, da ist auch die Hupe, der Leertaster. So, gut. So, wir sind noch nicht richtig dran. Nee, hier ist ein Stück vor, aber wir lassen erstmal die Zeit laufen. Dann fahren wir nochmal ein Stück vor und dann kuppeln wir. Also erkennt er es sowieso noch nicht. So. So, dann sollen wir erstmal kuppeln. So, haben wir schon einen Haken bekommen. Fahren wir nochmal ein Stück vor. Angst. So.
Mein Gott, ey. Schon wohl das Gefühl hier. So, da kamen die Geräusche. So, bla bla bla, zack, zack, zack. So, steigen wir aus. So, und dann können wir kuppeln. So. So, nun den Führerstand wechseln. Anschließend folgt die Bremsprobe. Die Bremsprobe wird etwa 3 Minuten dauern. Alles klar. So. Gut, Richtungswende erstmal raus. Und ja. Tun dann erstmal mit Steuerung und Plus den Führerstand wechseln. Wir schalten hier nochmal die Instrumentbeleuchtung kurz aus. So, zack. Schalten uns hier die Instrumentbeleuchtung an. So, Bremse anlegen auf 3,5 Bar. Na, das machen wir doch. So, haben wir gemacht. So. Genau. Ja. Warten wir erstmal, bevor wir den Rest hier alles auch mit aufrüsten. Und dann sollte es eigentlich losgehen. Genau. Ja, haben ja gemischten Containerzug hier mit allen möglichen Wagen ohne Zugschlusstafel. Ich hoffe, die schaltet es nicht noch an, automatisch. Beim Simulator kann man die leider hier nicht anstecken. Wäre noch ein cooles Feature, aber ich glaube, das wird hier für Train Simulator bestimmt nicht kommen. Das vermute ich eher, dass das dann eher für TSB 3 kommt. Ja, teilweise auch noch ein paar zurück. Gelegte Gleise hier, auch sehr interessant, aber haben noch eine Anbindung hier an die Hauptstrecke. Genau, hier vorne ist auch das Containerterminal. Bin ja auch schon relativ lang gefahren, muss ich dazu sagen, und ist eigentlich auch immer was los hier in Großbären. Genau, so, Bremse lösen, das machen wir doch. So, na gut, der Wagenmeister muss erstmal alles abgehen hier, ob alle Bremsen angelegt sind. Ich glaube, ich gehe da nochmal lang, um zu gucken, ob alle Bremsen dann auch wirklich gelöst werden. Also schon eine Aufgabe. Und wir sind auch ein langer Güterzug, muss man dazu sehen. Ne? So, genau, und von hier aus bis an Leipzig-Mockau sind es noch 153,51 Kilometer. So, genau. So, mit oben. Die Lichter hier vorne schon an bei uns? Oh, sind sogar schon an. Okay. So. Also grünes Licht haben wir zumindest mal. Das ist schon mal gut. Ja. Warten wir mal. Wir haben bestimmt eine Meldung bekommen, dass wir Bus fahren dürfen. Weiß ich nicht. Bestimmt. So, können wir den Rechnungswender einschalten. PZB uns einschalten. So. Oberste Zugart. Das passt auch, würde ich sagen. Also, was heißt passt? Eigentlich würde man das einstellen mit dem Zuggewicht und allem drum und dran. Die Bremst 100stel und so weiter und so fort. Da wird das berechnet. Ich glaube aber, wir dürfen in der mittlersten Zugart fahren. Ich lasse das jetzt einfach eingestellt. In der obersten Zugart dürfen wir wenigstens mit 120 km/h über die Gleise schießen. So, schalten uns die Siefer ein. Müssen wir dann nochmal Enter drücken. Genau. So, Bremse in Ordnung. Sie dürfen abfahren. Das ist sehr schön. Genau. Und ja, damit haben wir auch alles aufgerüstet. Bremse ist gelöst. Und dann würde ich sagen, schalten wir hier den ersten Gang ein oder die erste Fahrstufe, besser gesagt. Und dann geht die Wellefahrt auch los. Ganz langsam erstmal. Weil ihr seht, hier hinten ist noch nichts. Kein Wagen. Jetzt. Genau, jetzt rollt er. So, und wenn alles rollt und alles mitkommt, dann können wir ganz langsam beschleunigen. So. So sieht's aus. So, Auspacke 50. Das läuft ja. Wunderbar, wunderbar. So, genau, jetzt haben wir Wechselblinken. Überwachung. Sehen wir hier an der Hand von der 45 km/h und ja, PCB leuchtet. Dementsprechend können wir uns mit PCB-Befehlende befreien. Schaltet sich das hier auch um auf 85 und ja, Motor ist wieder überhitzt oder irgendwie so. Genau. Können wir
können wir ganz normal unsere 50 km/h hier fahren. So. Wieder. Also ich kann nur bis Fahrstufe 4 erstmal hoch. Bis Fahrstufe 5. Ah, wäre erstmal nicht. So, sie fahren nicht vergessen. So. Ja, ist auch ein Stück bis nach Leipzig-Mokau, ne? Ist auch ein Stück. Genau, also hinter uns ist doch Berlin. Genau, ich glaube, der nächste Halt wäre dann Teltow. Dann würde Berlin Lichterfelde kommen, Berlin-Ostkreuz, Berlin nicht Spandau, Berlin Potsdamer Platz, und dann kommt Berlin Hauptbahnhof und würde es dann noch weitergehen bis nach Berlin-Gesundbrunn. Genau, wir fahren aber weiter, also wir fahren jetzt fast die komplette Strecke ab bis nach Leipzig. Mokau. So. Genau, wenn wir jetzt hier lang fahren würden, würden wir wieder zurückkommen auf die Strecke, wo wir erst gefahren sind. Sprich, würde es dann in Richtung Sittin wieder gehen. Genau. Und wir auch weiter bis nach Potsdam. Oder liegt Potsdam davor? Ja, nicht ganz sicher. Irgendwie so. Zumindestens. So, was blinkt da vorne? 100. Okay. Wenn wir nicht bestätigen können, dann einfach fahren. Wieder Fahrstufe 5. Ist nichts drin, ey. So. Naja. Genau, sie waren nicht vergessen. Sonst ist das Geschimpfe wieder groß hinterher. Genau, wir fahren dann gleich am Birkengrund dran vorbei. Und dann durch Ludwigsfelde. Irgendwie so. Genau. Schauen wir mal. So, auf dem Hauptsignal vor uns sind 100. So, also machen wir mal Fahrstufe 5 nutzen. Sehr schön. Ja, wenn man zu schnell die Fahrstufen hochschaltet, tut er automatisch dann gleich Fahrstufen abschalten. Dann kannst du nur so viel drehen, wie du willst. Hat keinen. Ja, macht er halt nichts. Darüber ist über so ein Überlastungsschutz, Überladungsschutz oder sowas in der Art. Wird das sein. Genau. So, Vorsignal ist auch grün. Sehr gut. Sie fahren nicht vergessen. Und dann werden wir mal. Hier lang cruisen. Eigentlich auch erstmal alles grün aus, aber dahinter kommt schon was Gelbes, so wie ich das richtig erkenne. Na, lassen wir mal ausweinen. Ja, doch, jetzt kommt ganz gut, da kommt was Gelbes. Gelbes Vorsignal. Das Hauptsignal ist noch grün, aber das nächste Vorsignal ist gelb. So, kommt eine Regionalwelle entgegen. Durst du es vorweg? So, jetzt müssen wir wieder bestätigen, gleich mit Wasser. So. Leuchtet hier der 1000 Hertz Magnet auf und PCB einblinkt. So. Birkengrund Süd fahren wir durch. Na dann. Vorne sehen wir auch schon das Haltzeichen, Hauptsignal. Muss der HP von 0 sein. Ein
rein theoretisch, rein theoretisch. Auf der Hauptstrecke hat auch bis jetzt keiner Fahrt. Na, dann werden wir mal schauen. Ah, 500er sind wir drin. Und der 25 Zipper. Sehr schön. Gut. So, dann ziehen wir ein bisschen die Bremsen an. Ja. Und dann, ja. Schauen wir mal. Ob was. Ach, jetzt haben wir grün. Grün, Ausfahrt mit 60. Okay. Kommt doch nichts. Alles klar. So. So, dann ist das Spiel wieder von vorne. Ganz langsam anfahren. In der ersten Fahrstufe. So, das ist noch zu beachten, wir sind jetzt noch im 500er drin, das heißt Vmax 25 km/h, ist auch aktiv, sehen wir da, es blinkt. Genau, so, dürften uns aber gleich befreien, wenn wir eigentlich das Hauptsignal hier überfahren. Können wir uns dann eigentlich uns gleich befreien mit PCB-Befehl frei. So. Vermeldet sich schon mal, aber befreien dürfen wir uns doch noch nicht. Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Nur darauf achten, von Max wirklich 24,9 km/h. Ach, jetzt dürfen wir uns befreien. So, gut. So, na dann dürfen wir sogar bis auf 60 dann beschleunigen. Aber muss erstmal wieder aus dem Arsch kommen hier. Wird eine Weile dauern. Ja, gut, wir sind auch lang. Mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 Wagen, wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, müssten es sein. Ist schon ein bisschen was, ne? Achso, aber nee, Zugschlusstafeln sind nicht dran, dürften wir rein theoretisch gesehen nicht fahren. Rein theoretisch gesehen. Ach, jetzt aber nicht drauf. So, da vorne ist der Bahnhof von Ludwigsfelde. Hält auch der RE4. Meines Erachtens nach. Genau. Sollte, müsste so sein. Mal sehen, ja. So, tiefer, genau. So. Wunderbar. So, Fahrstufe 5, ne. Lässt er wieder nicht zu. Gut. Erst einmal eingeschleiche hier. So ist es. So ist es. Na dann, aber wir sind jetzt auf der Hauptstrecke. Ist auch der CP ausgebaut. Man darf ja auch Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h kann man hier erreichen auf der Strecke. Wir sind aber heute die Glücklichen, die ja wirklich nur mit 120 maximal fahren dürfen. Wenn das der TS oder das Szenario überhaupt das ja, hier zulässt. Muss man ja fairerweise dazu sagen. So. Gut. So, Siefer bestätigen. Fahrstufe 6 rein. Dass wir hier vielleicht durchbeschleunigen können. Hauptsignal ist auch grün.
Das ist erstmal wieder zweigleisig. Und dann haben wir jetzt erstmal noch ein großes Stück vor uns. Tja, so sieht's aus. So, mal wieder zu schnell mit den Aufschalten hier. So, ja, allgemein für den Transporter Classic kamen jetzt mal wieder neue Infos raus, was noch so alles kommen wird. Und 3D-Zug hat momentan vieles mal wieder bekannt gegeben. Unter anderem ja, werden wir, oder wenn ihr das Video seht, haben wir bereits ein neues Fahrzeug-DDC, also sprich ein Aufgabenpack von 3D-Zug, und zwar von der Pegasus-Talbahn. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Das Video wird zumindest auch in der Woche kommen, wo ihr das Video seht. Ich weiß nicht, ob es schon kam oder ob es noch kommt im Laufe der Woche. Ihr werdet es, denke ich, dann schon vielleicht mitbekommen haben. Genau, also zumindest am Freitag, am 5.5.2023 kommt ein neues Fahrzeitaufgabe, wo ich auf alle Fälle ein Video erstmal davon machen werde. Ob ein zweites noch kommt, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ja, genau. Zumindest wenn wir dann noch nach und nach die ganzen Aufgaben in den kommenden Transporter Classic Livestreams spielen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Bekommt ihr selbst Benachrichtigungen. Ja, sonst weiter hat 3D-Zug angekündigt. Das hier die mit Steuerwagen. Sehr schön. Genau. Sonst weiter hat 3D-Zug angekündigt, dass es ein Personenwagen-DC geben wird. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie dieses Güterwagen-Pack von 3D-Zug, was man benötigt für sämtliche Aufgaben, ja, um die spielen zu können. Sowas wird 3D-Zug dann auch rausbringen mit Personenwagen. Auf den ersten Bildern hat man schon ein bisschen was gesehen. IC1, Triebköpfe, Intercity-Wagen, Dostu-Wagen, ich glaube schon die eine oder andere neue Rangierlokomotive, Baureihen, konnte ich nicht erkennen, was das für Baureihen waren allerdings. Ja, also bin ich sehr gespannt. Wenn das draußen ist, werde ich so schnell wie möglich, ja, also habe ich zumindest vor, so schnell wie möglich ein Video davon zu machen, was alles da beinhaltet ist, wie das aussieht und so weiter und so fort. Genaues Datum steht noch nicht fest, wann das rauskommt, ist in Arbeit, soll auch schon sehr fortgeschritten sein. Vermute mal, es wird noch im Mai kommen. Ja, ich will aber euch noch nicht zu viel versprechen. Zumindest werde ich euch das dann euch im Detail vorstellen. Habe ich zumindest vor. Und dann denke ich mir mal, werden wir es bestimmt auch öfters benötigen und auch öfters sehen, wenn ich selber Szenarien baue, beziehungsweise dann in kommenden Aufgabenpacks von 3D-Zug werden die bestimmt dann zu sehen sein. Genau. Ja, sonst gab es wieder neue Screenshots vom ICE2, der sich ja aktuell in Entwicklung befindet von 3D-Zug. Diesmal haben sie die Innenansicht gezeigt und haben wieder darunter geschrieben, dass sie auf Hochdruck dran arbeiten und dass der Veröffentlichungstermin nicht mehr weit weg ist, beziehungsweise zum Greifen nahe ist. Also muss ich sagen, hört sich vielversprechend an, bin ich sehr gespannt und ich bin auch mega happy, dass wir einen neuen ICE bekommen, überarbeiteten ICE, IC2. Ich glaube, er erinnert sich ja auch so ein bisschen an den IC1 dann von 3D-Zug, aber wir können ja neue Aufgaben bekommen, haben dann auch mehr Möglichkeiten und so. Denke ich mir mal, wird schon eine interessante Sache werden. Genau. Dazu werden definitiv dann auch Videos kommen. Ob wir den jetzt hier auch noch im Mai bekommen, weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht so richtig daran, aber ich denke mal so Juni, Juli rum haben wir vielleicht das Vergnügen, wo wir den dann ja, fahren dürfen. Genau. Ja, sonst weiterhin ist in Arbeit die oder in Entwicklung die Regenbahn Berlin. Ja, aber da bin ich ehrlich, habe ich aktuell nichts gehört. Ich habe heute noch mal kurz geguckt, ob da irgendwas Neues mal, neue Infos dazu gab, neue Bilder. Gab nichts. Ja, es wurde nur bekannt gegeben Anfang des Jahres, dass, ja, soweit ich weiß, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, die Strecke so zum Großen und Ganzen, drei Viertel der Strecke soll fertig sein Anfang des Jahres. Jetzt haben wir schon, ja,
Mai sind wir 5 Monate vergangen. Ich denke mal, es wird auch da nicht mehr lange dauern. Genau, also ich bin da auch mega gespannt und freue mich schon richtig. Neue Berliner S-Bahn-Strecke, freue ich mich. Ja, der Toaster ist ja auch von VR oder nee, von VT oder von VR auch in Entwicklung oder von TTB, keine Ahnung. Die Baureihe 480 ist in Berliner S-Bahn. Relativ altes Modell, genau genannt Toaster halt, ne? Ist auch in Entwicklung. Allerdings haben wir darüber schon letzte Woche im Livestream gesprochen. Ne, vorletzte Woche darüber im Livestream gesprochen. Der wird dann einige Zeit später erst kommen. Wahrscheinlich dann auch mit Aufgaben für die Strecke. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was dann noch so RSSLO demnächst rausbringt. Die haben ja im Dezember 2022 eine Roadmap veröffentlicht, wo ja, sämtliche Strecken aufgelistet waren und verschiedenste Lokomotiven für Österreich und für den deutschen Raum, allerdings auch so für die Strecken, ja, die sie im Jahr 2023 dann veröffentlichen wollen. Bin ich mal sehr gespannt, was die nächste Strecke davon sein wird. Ein paar Sachen stehen ja noch drauf. Also eine Strecke haben wir schon und das ist die Rudolfsbahn. War auch eine sehr schöne Strecke, muss ich sagen. Übrigens, für die Rudolfsbahn gab es jetzt auf RSSLO auf der Shopseite. Ich glaube, auch allerdings da kriegt ihr auch nur die Strecke zu kaufen. Gab es mehrere Updates. Braucht ihr, also ihr braucht nichts anderes machen als ja, euch die Strecke nochmal zu downloaden, dann ist die Strecke dann wieder auf dem aktuellsten Stand. Soweit ich weiß, wird das dann alles überschrieben. Genau. Ja. Genau. Dann wurde die Herkules überarbeitet. Die Baureihe 1216 war das, glaube ich. Genau, die überarbeitet wurde. Und wir haben für die, ja, und haben eine Streckenarbeitung bekommen, West. Den Westbahnhof St. Pölten oder irgendwie so haben wir schon bekommen. Ja, genau. Und hier diesen City Shuttle Steuerwagen Baureihe 83, 88 oder irgendwie so, wie sich das da nennt, keine Ahnung, bin ich ganz sicher. Zumindest ja, dieser Steuerwagen kam ja auch noch oder schon. Da wird noch bestimmt einiges dieses Jahr auf uns zukommen, aber naja, gut, was heißt das Jahr? Ist ja noch ein bisschen hin. Haben wir schon wieder fast die Hälfte geschafft des Jahres 2023. Ja, schauen wir mal, wo dann noch so die Reise hingeht. Ich bin zumindest gespannt. Ja, genau. Schauen wir mal. Ich bin ja auch mal gespannt, ob Altair aktuell fleißig dabei ist, den neuen U-Bahn-Zug zu entwickeln mit neuen Aufgaben für die Strecke U1 Hamburg. Ich habe mega Bock drauf. Hat er gesagt, dass der DT4 auf alle Fälle fahrbar noch nachgeliefert werden soll, kostenlos, wenn ich mir nicht alles täusche. Genau, also da bin ich mal mega gespannt, wann das da mal soweit ist. Und der DT3 war ja zumindest auch die Rede davon, soll auch entwickelt werden. Mal schauen. Schauen wir mal. So, aber kommt erstmal wieder eine Regionalbahn entgegen. Dürst du Steuerwagen vorne weg? Moin, 4 Wagen. Hinten 143. So sieht's aus. Ja, sonst eigentlich, ja, gab's es eigentlich nichts Neues, was bekannt gegeben wurde. Zumindest Stand 4.5.2023. Ja, ich wüsste zumindest nicht. Wenn ihr was habt noch, könnt ihr das natürlich sehr gerne mit unten in die Kommentare reinschreiben. So sieht's aus. Ja, genau. Ja, und wenn ihr das Video seht, bin ich aktuell wieder in der Buchschule, fleißig weiterlernen. Den Arbeitston muss dann auch wieder hinter mir gelassen. Und dann bin ich auch bis Mitte Juni ja, wieder in der Buchschule. Bin mal gespannt, ja, wie es sein wird.
Aber naja. Naja. Mal schauen. Wird anstrengend. Da bin ich mir sehr sicher. Da bin ich mir sicher. Aber schauen wir mal. Genau. Könnt ihr natürlich auch sehr gerne eure Streckenvorschläge mal mit unten in die Kommentare reinschreiben. Oder mit welcher Baureihe ich mal fahren soll, könnt ihr gerne auch mal mit reinschreiben. Also, ja, für Vorschläge bin ich immer offen. Immer rein damit. Immer rein damit. So, ich weiß gar nicht, was an diesem Bahnhof ist, wo wir durchfahren. Sind wir gerade hier. Woltersdorf kommt als nächstes und dann kommt Luckenwalde. Ja, da meldet sich auch schon die PZB. Wir sind zu schnell, müssen runter auf 120, genau. Das heißt, als 125 dürfen wir nicht fahren. Gut, weil es auch nicht mit Absicht, muss man dazu sagen. So, Bahnhof von Wörthersdorf. Fahren wir hier mal durch. Ah, schickes Gerät, muss man sagen. Ne? Ist schon echt schnieke. Macht doch immer wieder Spaß, mit dem Gerät zu fahren. Dieser alten, schmutzigen, lauten, großen Dame. Aber kamen die nicht ursprünglich nicht aus Russland, die Ludmilla? Das ist so eine typische russische Lok. Weiß ich nämlich nicht. Ich war der Meinung, das sind so diese ganzen alten Loks aus Russland. Deutsche Bahn irgendwann mal aufgekauft hat. Also ich muss auch dazu sagen, ich kenne die Ludmilla auch von innen. Ich kenne auch die ganzen Maschinenraum, zumindest den Aufbau vom Maschinenraum, auch einzelne Komponente und auch den Motor vor allem. Damals mein Praktikum bei der Deutschen Bahn in Cottbus, also schon ein paar Jahre her, haben wir damals den Motor ausgebaut in 14 Tagen, also den Motor ausgebaut und da mussten wir die ganzen Einspritzdrüsen ja, ausbauen und ja, warten bzw. reparieren. Das war sehr schön. Und dann zum Schluss haben wir das alles auch eingebaut und dann Motor und dann haben wir den Motor wieder reingelassen. Also wirklich das ganze Dach war weg von der Ludmilla und so weiter und so fort. Zumindest alles war aber von der Privatbahn. Aber ich glaube, die war auch, glaube ich, eine polnische Privatbahn oder wieso. So viele Züge von der Deutschen Bahn waren gar nicht da, also auch, aber eher weniger. Ja, so mehr so aus Polen, so die Züge. Aber die sind ja genauso aufgebaut, haben aber meistens ein anderes System. Kommt hier. Der Zug hier. Hochinteressant. Der Zug und wartet auf die Wendefahrt. So ist es. Und wir dürfen selbst noch einen Güterzug überholen, ja. Mein Gott, hier ist was los. In die Luckenwalde. Hier ist was los. Genau. Ja, zumindest kann ich auch den ganzen Führerraum und so weiter und so fort. War schon eine sehr schöne Zeit. Ich glaube, ich habe auch irgendwo auf meinem PC mit Bildern noch. Ich muss das alles mal raussuchen. Und dann können wir uns ja mal die ganzen Bilder mal im Livestream angucken oder irgendwo so. Tja, aber es ist schon wieder ein paar Jahre her. So, wir waren damals 9. Klasse. 2020 bin ich, glaube ich, raus aus der Schule. 2019, 2018, also 18, 19 rum, in diesem Zeitraum herum war das. Ja, 4, 5 Jahre ist auch schon her. Aber ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Das war wirklich eine schöne Zeit. Mich als Mechatroniker bei der Bahn ausprobiert. War zwar alles cool und so, aber wollte ich dann doch nicht ja, mein Leben lang machen, sagen wir es mal so. Ja. Tja, so ist es.
So ist es. Aber es war eine sehr schöne Zeit und habe mich auch sehr gefreut, dass ich da auch wirklich ja, mal reinschnuppern durfte. Obwohl ich, was heißt reinschnuppern durfte, das war schon kompliziert. Also man musste ja auch sich richtig bewerben, man musste richtig Bewerbung schreiben. Das war jetzt kein Vorstellungsgespräch gehabt. Obwohl, gut, telefonisch hatte ich ihn gehabt. Aber ich musste jetzt nicht vor Ort hinfahren und mich da vorstellen. War schon ein bisschen kompliziert. War auch anstrengend, aber es war ein cooles Team dort, die dort waren oder mit dem ich das Vergnügen hatte, ja, da zu arbeiten. Und es war auch wirklich so, weil wir uns ja auch in der Pause uns darüber unterhalten haben, ja, so warum ich das hier mache, habe ich dann auch so gesagt, bla bla bla, dies, das, jenes, zählen mir 4 Züge und Kindheitstraum und so. Und dann haben sie gleich gesagt, ey, du, morgen wird nicht gearbeitet, morgen spazierst du dich hier mit Kollege XY durch die Halle und dann kannst du dir jeden Zug von innen außen gucken, von außen angucken, kannst die Hebel drücken, allem drum und dran. Und ich war so glücklich, wirklich. Also, ja, schön. Ich würde auch gerne mal wieder in so ein DB-Museum oder irgendwie so fahren. Allerdings fehlt mir die Zeit, aber alleine würde ich das irgendwie auch nicht machen wollen. Wenn dann schon mit jemandem zusammen. Also ich war damals mal in dieses, wie heißt das? Ist in Berlin dieses, nicht Architekturmuseum. Mein Gott. Muss ich erstmal überlegen, wie das heißt. Weiß ich nicht, das so alles ausgestellt. Technologiemuseum oder irgendwie so. Keine Ahnung. War ich. Wo man dann Schiffe von früher angucken konnte, Flugzeuge angucken konnte von früher, wo auch ein Flugzeugsimulator ist, die ersten PCs stehen da, ersten Küchenhaushaltsgeräte und so weiter und so fort. Irgendwie so, also der eine oder andere wird es bestimmt wissen, was ich meine. 143, guter Zug, moin. Genau, da war ich mal, auch bei der Klasse. Allerdings weiß ich nicht mal, welches Jahr es war, aber das weiß ich auch noch, gibt es auch Bilder. Auf meinem allerersten Instagram-Account, glaube ich auch noch. Da war auch dann noch so ein Lokschuppen. Ich glaube, das heute immer noch da. Wo auch teilweise Dampfloks stehen und auch alte Personenwagen und so. Ja, die habe ich mir auch ganz genau unter die Lupe genommen. War auch wirklich, wirklich, wirklich cool. Da würde ich auch gerne nochmal hin, aber das kann ich ja irgendwann mal in Angriff nehmen. Vor allem, ich habe mir damals nicht alles angeguckt. Da gab es irgendwie auch noch so Brauerei und so ein ganzes Stiepel da. Also. Gut, aber wir waren noch nicht lange drin. Ich glaube knapp vier oder fünf Stunden waren wir drin. Es war irgendwie dann so in der Weihnachtsmarktzeit, da waren wir dann auf dem Weihnachtsmarkt. Damals noch in Berlin. Und ja, war auch sehr cool. Ja, sonst, was habe ich sonst noch gesehen? Berlin-Lichtenfelde steht da noch so ein TTE oder TEE. Allerdings kann ich den nicht ganz zuordnen, was das für ein Zug ist. Keine Ahnung. Habe ich zumindest auch fotografiert. Weiß ich nicht, ob da schon Bilder auf Instagram drauf sind oder ob ich die noch nicht hochgeladen habe. Weiß ich gerade nicht. Sonst in Leipzig-Stadt stehen noch ein paar alte Züge. Die habe ich auch schon mir angeguckt. Ja, aber sonst zum richtigen DB-Museum war ich bis dato noch nicht. Aber würde ich gerne mal machen. Ich glaube, in Wittenberge ist eins. In Wittenberge, glaube ich, ist eins. Im Westen in Berlin gibt es noch ein S-Bahn-Museum, wo ich mir auch gerne mal angucken. Wenn es überhaupt noch offen ist. Ich habe letztes Mal da geguckt, soll irgendwie schon zu sein oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja. Also, wenn ihr gute DB-Museumen habt, schreibt es mir ganz gerne mal mit unten in die Kommentare rein. Das wäre wichtig. So. Jetzt fahren wir durch den Bahnhof von Jüterbog. Von Jüterbog. Genau. Steht, naja, ein Güterzug abgestellt hier. Na schön. So ist es, so soll es sein. 151. Dann kommt doch schon der nächste Zopper entgegen. Und aus dem 101er Aachen, das ist die Intercity.
Moin. Ja, mit Steuerbahn hinten dran. So ist es. So ist es. Einfach nicht vergessen, sonst gibt es nur Ärger. Braucht man nicht. So, zumindest sind es jetzt nur noch 98 Meter bis an Leipzig-Mokau. Ist auch ein Stück. Aber eine Stunde haben wir schon rumbekommen. Aber ich glaube nicht so daran, dass wir nur 110 Minuten brauchen. Ich glaube nur nicht so richtig daran. Wird bestimmt ein bisschen länger gehen, die Fahrt. Ich glaube, das wird bestimmt mit eins das längste Trains and Water Video, was bis jetzt auf meinem Kanal ist. Weiß nicht, ob das das längste ist, aber eins der längsten. Auf alle Fälle. Alter, ich habe ja Zeit. Dann noch Abendbrot machen, wenn ich fertig bin. Und dann geht's ins Bett. Morgen noch jeden Tag arbeiten. Dann morgen nach der Arbeit gleich einen Garten Rasen mähen. Ich hoffe, es hält sich Samstag das Wetter. So dass ich dann Samstag auch noch weiter Rasen mähen kann. 2000 Quadratmeter, da braucht man schon ein bisschen Zeit. Ja, genau. Sonntag macht man Rügen, also mache ich zumindest einen Rügen. Beziehungsweise ist da meine Wohnung dran, da tue ich hier und da noch ein bisschen machen. Ja. Und dann geht es schon wieder in die Berufsschule. Aber jetzt im Mai haben wir ja noch Pfingsten, da haben wir noch verlängertes Wochenende. Männertag ist auch noch. Ist ja irgendein Donnerstag, glaube ich, in 2 Wochen. Oder 3 Wochen, keine Ahnung, am 18. Mai, mir alles täuscht. Zumindest am Männertag, an einem Donnerstag und Freitag habe ich frei. Passt ganz gut. Ich mir schon überlegt, da werde ich nach Berlin fahren, da werde ich wieder schön Züge spotten. Ich weiß nur noch nicht. Da könnt ihr mal gerne mal auch mit, das auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare. Entweder Berlin Hauptbahnhof und dann noch irgendein anderer Bahnhof. Wie Spandau oder irgendwie so, sollte ich eigentlich schaffen. Weil wenn, dann fahre ich, also bin ich so gegen ja, 9 da und fahre dann 16 Uhr, sollte ich schaffen. Weil Berlin Hauptbahnhof, um jeglichen Zug zu, also fast jeden Zug zu spotten, der da irgendwie fährt, ja, braucht man roundabout 3 Stunden, eigentlich schon fast 4 Stunden, schon ordentlich. Ja, obwohl ich eher am Überlegen bin, ob ich erst gleich durchfahre bis nach Berlin-Spandau, in Spandau eine Stunde spotte oder eine Stunde 30 und dann ja, mich in Richtung BER bewege und da spotten tue. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin mir noch unsicher. Naja, abwarten. Schauen wir mal. Mal gucken. Ihr könnt natürlich gerne eure Vorschläge mal reinschreiben. Zumindest ist der Plan erstmal irgendwelche Bahnhöfe in Berlin. Genau. Es wird dann auch noch andere Bahnhöfe kommen, wie Cottbus und was gibt es noch so alles? Frankfurt-Oder, Königs Wusterhausen, Brandenburg an die Havel, an der Havel, Potsdam Hauptbahnhof. Ja, wir haben erstmal so ein bisschen in Brandenburg bleiben. Genau. Aber mal, wird schon. Wird schon. So. So, ja, bis nach Lutherstadt-Wittenberg wird, glaube ich, jetzt auch erstmal nicht mehr so weit sein. Das ist jetzt der nächste größere Bahnhof, der dann kommen wird. Schauen wir mal. Das sieht da bis jetzt ganz gut aus, so dass wir hier relativ gut durchkommen. Bis jetzt. Ja. Kann sich aber natürlich auch noch ändern. Mal abwarten. Mal abwarten. Aber wird schon. Denke ich mir mal. Zumindest. Schauen wir mal. Zumindest die Signale alle grün. Und das ist schon mal gut. Das ist schon mal viel wert.
Obwohl nur beim Friseur ist es die Haare, sind die Haare wieder schön kurz. Ich habe wieder ein bisschen Luft dran, ist jetzt auch wieder umgefroht. Aber die Wolle musste ab. Aber das angeht mir relativ faul. Relativ selten zum Friseur. Sollte ich mir auch mal angewöhnen, öfters dahin zu gehen. Aber naja, was soll man machen? Was soll man machen? Aber ich glaube, heute Abend werde ich Nudeln kochen. Dann schön Reibekäse oben drüber. Das ist ja mein Lieblingsessen. Ah, ich glaube, das werde ich machen. Überlege schon die ganze Zeit. Das habe ich überlegt, ob ich mir einen Döner hole beim Türken. Aber irgendwie habe ich nicht so richtig Hunger auf Döner. Aber Nudeln mit Reibekäse oder Kümmelkäse, wie ich es nenne. Nur wenn ich Kümmelkäse sage, dann lachen mich die meisten Leute mal aus oder fragen mich, was ist das? Deswegen sage ich Reibekäse. Jetzt dazu, neuerdings. Ja, gut, das werde ich machen. Ich bock drauf. Allerdings muss man gucken, typisch scheint so viel eingefroren. Hackbraten ist noch eingefroren, das auf alle Fälle. Noch so viel. Muss das alles mal verwerten. So langsam. So ist es. Naja, gut. Schauen wir mal. Aber jetzt erstmal Video. Aufnahme. Und dann schauen wir weiter. So machen wir das. So, wir werden mal gucken, was so die nächsten Bahnhöfe sind, wo wir durchfahren werden. Nächste Bahnhof wäre dann Klebitz. Und dann Zahna. Na, dann ist ja wirklich Lutherstadt-Wittenberg nicht mehr weit weg. So, Nummer 151 uns entgegen. Allerdings die DTG-Variante, die ja schon seit 15 Jahren bestimmt in diesem Spiel schon mal drin ist. Das war letzte Woche auch mal wieder gefahren. Könnt ihr euch gerne das Video anschauen. So ist es. Genau, also wie gesagt, alle Links, um diese Aufgabe fahren zu können, sind unten in der Videobeschreibung. Also ihr benötigt nur das Hauptspiel, Channel der Classic, logischerweise. Die Strecke Berlin-Leipzig und dann der Streckenerweiterungs-DC Schwerefracht für Sedin. Genau. Bei der Strecken-DC Schwerefracht für Sedin ist einmal die Baureihe 232 dabei, also hier die Ludmilla, die wir hier gerade fahren, ist mit dabei. Und auch natürlich auch dann diese Aufgabe hier unter anderem und auch noch weitere Aufgaben. Genau. Und weil ihr ja durch euch ja sowieso vorher die Strecke Berlin-Leipzig kaufen müsst, da habt ihr dann die Baureihe 101 dabei. Ja, mit Güterzugaufgaben, Regionalbahnaufgaben. Ersatzverkehraufgaben sind echt coole Aufgaben, wo auch teilweise, glaube ich, auch Ansagen sogar dabei sind. Genau. Ja. Also lohnt sich schon, muss ich sagen. Lohnt sich schon. Weil man kann dann wirklich von Berlin-Gesundbrunnen aus mit Abzweig in Richtung Sedin oder Flughafen Berlin-Brandenburg oder Terminal 1 bis 2 oder Flughafen Berlin-Brandenburg Terminal 5 fahren. Weiter über Lutherstadt-Wittenberg, weiter über Bitterfeld, ja, bis nach Leipzig Hauptbahnhof. Schon ordentlich, muss ich sagen. Ist schon ordentlich. Ja. Schön. Oh, wir sind zu schnell. Muss runterbremsen. Vorbildlich.
Ah, okay, das geht jetzt hier gerade Konstanz ein bisschen bergab. So ist es. So, in 1,4 Kilometer kommt noch der Bahnhof von Zana. Wo da kommen noch zwei Bahnhöfe, wo wir durchfahren werden. Und dann sind wir schon in Ludwigsstadt Wittenberg oder fahren dann vorbei, zumindest. Vorne wird auch fleißig gebaut, sehe ich gerade. Sehr schön. So. Gut. Oder gebuddelt, gebaggert. Ah, Störung Regionalbahn. Wartezug auf uns. Sieht man nur nicht alle Tage. Sehr schön. Und wir haben hier überall Grün. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Ja, also kann man fast sagen, haben wir schon fast gut die Hälfte der Fahrt geschafft, zumindest von Großbeeren aus. Genau. So ist es. So ist es, so ist es, so ist es. So war es und so wird es immer sein. So, ein bisschen mehr geben. Gut, Baureihe hat auch allerdings nur 15 Fahrstufen. Auch sehr lustig hier, so ein Dreiviertelrad. Das ist ein bisschen besonders, aber hat was. Hat auch nicht jeder Zug. Hat auch nicht jeder Zug. Achso, genau. Und die Sonnenblenden kann man runterschalten oder runterklappen. Quietscht auch schön. Jo. Allerdings Fenster oder sowas geht leider nicht auf. Leider. Aber naja, ist ja auch nicht so schlimm. Bahnhof, schieß mich tot, keine Ahnung. Das war ja so eine altdeutsche Schrift, konnte ich gar nicht entziffern. Aber vorne schlecht nochmal 151 herum. Moin. Mit ein paar Kesselwagen. So, geht hier dann runter. So ist es. Bremsen wir halt ein bisschen. Ohne so wild. Ohne so wild. So, gut. Ja, vorne kommt der nächste Bahnhof und dann, wenn wir den Bahnhof durchquert haben, kommt als nächstes dann Luderstadt Wittenberg. Halten übrigens dann auch ja, der ein oder andere ICE-Zug, mehr dann auch die Intercities. Vorsicht, zeigt grün, wunderbar. Die war nicht vergessen. Aber es leuchtet ja hier so wunderschön großflächig auf, also das sieht man nicht so schnell. Das fällt wirklich einem ins Auge. Und der Piepton, den haben wir ja auch schon gehört, der fällt auch auf. So ist es nicht. Auch schon ordentlich Verkehr. Kommt nochmal eine 100 ein, so. Da zieht die Wagen. So, 1,6 Meter 160. Glaube, wir dürfen sowieso nur 120 fahren, davon abgesehen. Da ist eine Beschreibung drin. Ne, fahren Sie nach Großbeeren. Von dort aus gibt es nach Leipzig-Mockau. So, gut, mehr steht hier auch nicht dabei. Bei manchen Entwicklern oder bei manchen Aufnahmen steht dann auch noch von Max so und so viel kann man. Bei manchen, aber nicht bei jeder. Muss man ja auch fairerweise dazu sagen. So, aber schlägt sich gut dazu. Oder die
Lok hier. Mal eine gute Arbeit, ja. Muss man ja auch mal loben. So, Hauptsignal ist grün, wunderbar. 160 ab hier. So, 70 Kilometer noch bis nach Leipzig-Mockau. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Ich glaube, ich müsste sogar noch vor der Messe sein. Da bin ich alles täuscht. Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Da hinten Leipzig die Ecke, war ich jetzt nicht mehr so oft unterwegs. Allgemein auf der Strecke war ich die letzten Monate nicht so viel unterwegs. War ich eher ein bisschen mehr fokussiert auf anderen Strecken. So, genau, da vorne der Bahnhof von Lutherstadt-Wittenberg. Wo ich hier rotzefrech durchbrettern kann. So. Wunderschön. Wunderschön. Von Alba steht hier auch noch abgestellt. 153 vorne dran. So, und der nächste größere Bahnhof dann wird dann Bitterfeld sein. An dem wir dann vorbeifahren werden. Oh, ich wundere, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Die letzten zwei Nächte waren sehr kurz. War nämlich ja, am Dienstag müsste es gewesen sein. Was Dienstag? Ja, am Dienstag genau. War ich nämlich mit Benny unterwegs. Der hat sich nämlich eine neue Wohnung angeguckt. Ja, und ich war mit bei der Wohnungsbesichtigung. Ich bin sehr gefreut, dass er mich mitgelassen hat. Aber es ist eine sehr schöne Wohnung, muss man wirklich sagen. Ja, genau. Ich werde dann auch in der Zukunft auch bestimmt das ein oder andere Mal ein bisschen mehr von was von der Wohnung aus von mir sehen als von meiner Wohnung. Weil wenn ich in der Schule bin, bin ich dann mehr oder weniger dann bei Benny, weil er dann einfach näher da wohnt an meiner Schule, also wo meine Berufsschule ist, ja, als ich hier wohne. Genau. Und vor allem, wenn ich dann wieder im Krankenhaus arbeiten bin, auf der Psychiatrie, ja, ist das natürlich angemessen, weil das da alles gleich in der Nähe ist. Hat das sich lieberweise angeboten dafür. Sehr nett von dir, Benny. Wenn das viele sehen sollte, ist, was ich denke. Ja, genau. Aber war auch viel los, ey. Also wir sind mit dem Bus hingefahren, also neu bearbeiten. Erst haben uns dann getroffen und sind dann mit dem Bus hingefahren. Und dann ging schon los. Dann sind wir rein und dann war erstmal ein riesen Verkehrsunfall. Also was heißt riesen Verkehrsunfall? Zumindest hat ein LKW ein Auto geknutscht und das nicht gerade leicht. Also war schon ordentlich, zumindest war die ganze Straße gesperrt zum Busbahnhof, wo der Bus langfahren sollte. Und wir sitzen im Bus hinten, bin ich schon total genervt, was ich auch verstehen kann. Also ja, und wir schaffen dann die Bahn nicht und so weiter und so fort. Aufgeregt war der auch, der Junge. Ja. Ich so, warte mal, Benni, Warnblinkanlage an, die haben bestimmt einen Unfall. Ich habe nur zu ihnen gesagt, komm, wir gehen vor zum Busfahrer, fragen, ob er uns hier rauslässt. Weil dann in der Nähe ist auch eine Straßenbahnhaltestelle gewesen. So, bin nach vorne, haben gefragt, hat gesagt, ja, der lässt uns raus. Und dann bin ich ausgestiegen mit Benni, sind wir gelaufen zur nächsten Straßenbahnhaltestelle, die in der Nähe war. Weil mit der Straßenbahn, die wir fahren mussten, die fährt auch da lang. Jetzt sind wir dann eingestiegen. Haben wir zum Glück noch so bekommen. So dass wir auch ja, pünktlich da sind. Wären wir zumindest noch pünktlich gewesen. Zumindest wird es in der Straßenbahn, die fährt. Ne? Und dann gibt es da so eine bestimmte Straße da, wo die lang fährt. Ja, da ist erstens eine 30er-Zone, da fährt die Straßenbahn. Haufenweise Autos, haufenweise LKWs, alles auf einer Straße, 3000 Ampeln sind da und so weiter und so fort. Ja, also da ist immer so ein Stop and Go. Da sind wir fast durch gewesen dort und kam auf einmal, weiß ich nicht, ja, ein Jugendlicher, keine Ahnung, 16, 17, 18 Jahre alt, irgendwie so in den Dreh. Weiß nicht, ob der besoffen war oder bekifft war oder andere Substanzen geschnüffelt hat, gerucht hat.
gespritzt hat oder inhaliert hat. Ich habe keine Ahnung. Zumindest ist er so rumgetaumelt. Das ist voll gegen die Straßenbahn gelaufen, erst an meiner Seite, wo ich saß am Fenster. Da bin ich übelst erschrocken. Mit so einem Namen und die Straßenbahn, die ist einen Schritt gefahren, also gerollt, keine Ahnung, 3-4 km/h. Und dann ist er vorne an die Straßenbahn. Also ist er noch vor die Straßenbahn gegangen und ja, dann hat die Straßenbahn ihn ein bisschen angefahren. Ja, ist zum Glück nichts passiert, einem drum und dran, ist auch weiter getaumelt, dann quer über die Straße, hat dann noch die ganzen anderen Autofahrer auf der anderen Seite aufgehalten. Der Straßenbahnfahrer ist dann weitergefahren. Ob das so richtig war, weiß ich nicht. Halten wir jetzt mal außen vor. Ja, zumindest war es dann interessant und dann waren wir dann angekommen, haben auch das Haus oder den Wohnblock, wo die Wohnung ist, auch gleich gefunden. Sind sie waren wirklich von Weitem, 15 Stockwerke oder irgendwie so. Ja, ist das eine blöde Einteilung da gewesen? Also man muss, kommt erstmal in so einen Haupteingang rein. Erstmal haben wir uns übelst erschrocken, weil er 3 Millionen Namensschilder waren mit Klingeln und so. Also ich weiß nicht, da sind bestimmt 70, 60 Wohnungen oder irgendwie so, die da sind. Und dann gehst du rein, da ist so ein Mini-Fahrstuhl und da gibt es Stockwerk 3, 6, 9 und dann glaube ich war 13. Ja, wir mussten aber in Stockwerk 5. Also das heißt, wir sind in Stockwerk 6 gefahren, mussten dann in den Treppe runtergehen. Da gibt es einen A- und einen B-Flügel, wo dann so eine Feuerschutztüren sind. Da mussten wir erstmal gucken, wo diese Wohnung ist. Ja, war auch sehr interessant. War auch sehr interessant. Zumindest war es ein spannender Tag. Man muss auch dazu sagen, Fußball war an dem Tag auch noch in der Stadt. Also das heißt, da war auch die halbe Stadt abgeriegelt. Also Polizei hat die halbe Stadt abgeriegelt, da, dass die Fußballfans vorm Spiel und nach dem Spiel da auf der Straße laufen können und so. Auf der Rückfahrt, wie hätte man sich erwartet, hatte der Bus auch Verspätung gehabt. 20 Minuten hat aber gut Verspätung rausgeholt, muss man sagen. Ja, nichtsdestotrotz war ich dann auch erst 20 Uhr zu Hause. Und ja, war dann auch erst, also nee, nach 20 Uhr, 20, 30 war ich zu Hause und war dann auch so 22 Uhr dann im Bett erst. Ja, war schon interessant, muss man sagen. War schon interessant. Aber es war eine schöne Wohnung, die wir uns da angeguckt haben für ihn. Wirklich schön. Es war auch nur eine Einraumwohnung, hat auch, ist auch so jetzt von der Quadratmeteranzahl jetzt her nicht größer als meine, aber ich muss nicht sagen, ist besser gebaut. Hat auch gleich einen Balkon. Da beneide ich ihn. Große Küche für ja, eine Einraumwohnung, muss man sagen. Ja, ist schon echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Muss man wirklich sagen. Gönne ich ihn. Gönne ich ihn. Ja. So ist es. Ja, zumindest dann, wo ich zu Hause war, bin ich auch dann eingeschlafen irgendwann und dann ging es die Nacht los mit Sodbrennen. Oh, wirklich. Ich habe ja so eine komische Dermastitis, das ist eine chronische Magenschleimhautentzündung, kommt und geht. Hat auch viel bei mir zu tun mit Stress, die Ernährung und so weiter und so fort. Das ist immer so der Nachteil. Was es war, weiß ich nicht, also an was es lag. Ich denke mal, es wird an Stress gelegen haben, weil es war doch dann schon ziemlich stressig. Vorher arbeiten, dann nur eine halbe Weltreise, dann kommt doch der ganze Bums dazwischen, dann kommt doch der ganze Bums dazwischen. Ja, man muss auch dazu sagen, abends war ich dann noch schön bei Mc's fressen mit ihm. Hab da mein Big Mac und mir mein Hamburger Royal TS Käsereigen gepfiffen und noch ein McFlurry mit Karamellsoße. Nur mit Karamellsoße. Ja, also es ist ja, da schon. Vielleicht lag es auch daran mit oder alles zusammen. Zumindest war es eine kurze Nacht. Am nächsten Tag wieder arbeiten. Ja, dann Nachmittag dann noch zu meiner Mutter. Dann waren wir im Garten gefahren, dann waren wir noch einkaufen. Noch Abendbrot gegessen, war dann auch wieder erst 21 Uhr zu Hause, auch wieder 22 Uhr ist eingeschlafen. Ja, jetzt muss ich sagen, jetzt merke ich das schon richtig. Also bin auch froh, dass ich heute zu Hause bin. Dass ich dann auch wirklich mal zeitig ins Bett kann und auch zeitig schlafen kann. Ja, freue ich mich schon drauf.
freue ich mich schon drauf. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Ja. Warum wirklich zwei Tage, wo der PC wirklich groß war? Kommt auch selten vor. Kommt auch selten vor. So. Ich glaube, wir müssen auch schon bald in Bitterfeld sein. Glaube ich. So weit wird es nicht mehr weg sein. Können wir mal gucken. Als nächstes kommt dann erstmal der Bahnhof Gräfelheinchen, wie das ausgesprochen wird. Und dann kommt Burg Chemnitz. Oh, das war knapp. Genau, Burg Chemnitz und dann. Ja. Nee, Mühlenstein kommt noch und dann kommt Bitterfeld. So sieht's aus. So sieht's aus. Naja. Aber es sind ja auch nur noch 47 Kilometer. Laut unserem F3-Monitor. So vom Großen und Ganzen her sieht es machbar aus. So. Naja, sehr schön. So, vorne steht nochmal eine Regionalbahn. Ich glaube, das ist auch jetzt wirklich der Abschnitt der Konstanz, wirklich jetzt über mehrere Kilometer. Ich glaube, 30 Kilometer müsste das, glaube ich, so ungefähr sein, roundabout. Wirklich nur geradeaus geht. Lässt sich auch schön fahren hier. Muss man auch dazu sagen. Gräfelchen oder Heinchen oder wie so wie das ausgesprochen sind, wird gerade durchgefahren. Machen wir mal ein paar Gartenanlagen hier. Rechts und links. Sehr schön. Schön. Da war lieber drin, konzentrieren wir uns ein bisschen. Auch zwecks der SIFA. Ist ja nämlich unberechenbar. Oh, muss mal richtig berg runter hier. Himmel, ja, Jemini. Geschwindigkeit abnehmen hier. Muss also durch Regen bremsen. Sonst wird das nicht. So. Jetzt meckert dann wieder die PCP. Mit mir. Muss auch nicht unbedingt sein. So, zu lösen. Mal Fahrstufe 10 wieder rein. Dann wird es auch klappen. Hoffentlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie es wird. Jetzt muss auch alles grün hier, sonst ist das Vorsignal. Weil wirklich, da bin ich heilfroh, dass wir hier wirklich echt gut durchkommen. Aber es kann sich auch noch ändern. Wer weiß, welche böse Überraschung noch auf einen zukommt hier. Man muss auf alles vorbereitet sein. Müller kommt uns mal entgegen. Sehr schön. So sieht's aus. So. Auf der rechten Seite sind auch mal ein paar Waggons abgestellt hier von DB Cargo. Schön. Stand auch noch nur Newton Miller. War bei 232. Soll ja auch für TSW 3 rauskommen. Also ist schon in Entwicklung. Von TSG. Bin mal gespannt, wie die dann umgesetzt ist.
schauen wir mal. So, als nächstes müsste der Muldenstein kommen, jetzt, ja? Und dann kommt Bitterfeld. Wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Aber ich bin nicht mehr so streckenkundig auf der Strecke. Tut mir leid, tut mir leid. Aber wird schon schief gehen. Sagt man ja immer so schön. Ah, Muldenstein ist 1. Wird schon auf Map 3 Monitor angezeigt. Wunderbar. So ist es, so ist es. Kommt Nummer 101 entgegen. Der Citywagen. Ah, Steuerwagen ist dann auch wieder dran. Schön. Genau, hier links und rechts sind dann jeweils die Bahnsteige hier von Muldenstein. Dann geht es als nächstes durch, ja, durch den Bahnhof dann von Bitterfeld. Dort halten dann auch die ja, S-Bahn-Züge von Mitteldeutschland, die dann von Dessau aus fahren über Bitterfeld bis nach Leipzig. Genau. Aber früher sind sie weitergefahren bis nach Bad Kleeberg sogar. Genau. Damit bin ich da auch schon lang gefahren. Da kenne ich auch den Streckenabschnitt. Zumindest von Bitterfeld aus bis nach Leipzig. Hauptbahnhof. Bin ich damals mit der Regionalbahn abgefahren von Dessau aus über Bitterfeld nach Leipzig. Genau. Genau. Glaube ich war. Ja, letztes Jahr war das. Letztes Jahr im Sommer. War ich das erste und das letzte Mal in Leipzig. Also letzte Mal bis dato. Aber Leipzig steht auch auf meiner To-Do-Liste, da will ich auch mal unbedingt wieder hin. Ist wirklich schön, vor allem der Bahnhof ist schön. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, wir fahren Schuhe 10 wieder rein. Und dann geht's weiter hier. 33 Kilometer nach Leipzig-Mockau. Na, ja, haben wir es ja schon wieder fast geschafft hier. So, Vorsignal bei Grün. Wunderbar. Ein Träumchen. Sie vermeldet sich hoch. Was für ein Zufall. Hauptsignal vor uns auch grün. Sehen wir schon in der Kurve. Vorsignal ist auch grün. Wunderbar. Also, wirklich. Das klappt da und läuft da hier. Ein Träumchen. Und mal wieder schön auf der Strecke unterwegs zu sein. Muss man ja auch dazu sagen. Auch mal wieder schön. So, und da vorne ist dann der Hauptbahnhof Bitterfeld. Oder Bahnhof Bitterfeld. So. Genau, look at now. So, genau, hier die Strecke. Wenn man da lang weiter fährt, geht es dann nach Dessau. Genau. So. So schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
So, jetzt ist der Bahnhof, wo wir durchfahren. Das müsste dann Petersrode sein. Genau, aber jetzt überqueren wir nochmal hier die Hauptstrecke. Kitzbegleiser, überqueren wir gleich nochmal. Ich habe keine Ahnung, wo es dorthin geht. Weiß ich nicht. Zumindest geht es dann gleich hier links rum. So, schon alles grün hier. Ein Träumchen. So soll es sein. Sie war nicht vergessen. Ich staune auch bis jetzt noch keine Zwangse. Schreit zwar nur nicht allzu laut, aber ich staune. Staunen darf man ja. Oder nicht? Doch, darf man. Darf man. So, genau. Geht's hier hoch und dann geht's hier einmal links rum. Schön, kann man ein schönes Thumbnail machen. So. Wunderbar. Und dann geht es auch wieder runter. Da sieht man auch wirklich mal schön die Länge vom Güterzug. Muss man ja auch dazu sagen. So, muss ich mal nicht vergessen. So. Dann geht es hier erstmal um die Kurven. Geschwindigkeit muss ich unternehmen hier. Jetzt werde ich nicht bremsen, weil da vorne geht sowieso wieder berghoch. Mal schnell gegensteuern. Genau, dann kommt gleich der Bahnhof von Petersroda, wo wir durchfahren. Hält allerdings nur die Regionalbahn. Genau. Ich weiß nicht, ob die jede halbe Stunde fährt oder jede Stunde, aber ich glaube, die fährt jede halbe Stunde. Und jede Stunde fährt eine Regionalbahn hier noch lang, allerdings hält er dann Bitterfeld, glaube ich, nur. Bitterfeld. Delitzsch. Unter Bahnhof. Genau, und dann Leipzig-Messe. Leipzig-Hauptbahnhof, glaube ich, genau. Ja. Ich glaube, mehr ist hier nicht drin. Da ist der Bahnhof von Petersroda. Ein schöner Bahnhof, finde ich echt cool, so schön in der Kurve. Gefällt mir. So, vorne sehen wir auch ein paar Windkrafträder. Die sind selbst animiert. Auch sehr schön. Schön, schön, schön. So, genau, der nächste Bahnhof, wo wir dann durchfahren werden, ist der Bahnhof von Delitzsch. Fahren wir auch jetzt hier gleich an einen Instandhaltungswerk vorbei, wo sämtliche Waggons dastehen, von der DB und von anderen Privatbahnen. Also da wird, glaube ich, alles gehortet. Genau, also ich bin da nur dran vorbeigefahren und ja, konnte nur das beurteilen, was da so stand halt, ne? Genau. Ja, zumindest ist da auch so ein Bahnwerk. Wenn es noch ist. Ja, genau. So ist es. So. Genau, müsste da eigentlich dann schon da vorne gleich kommen. Um die Kurve noch immer. Und dann müsste das dann eigentlich schon zu sehen sein. Eigentlich. Wir nehmen uns auch eine Bundesstraße hier auf der rechten Seite. So das eine oder andere, den einen oder anderen PKW. Oder LKW, Kleintransporter, Bus, was auch immer, whatever, auch mal vorbeifahren. Gerade aktuell nicht. Doch, doch, da hinten kommt er. Da hinten hat man sie gerade gesehen. So. So, alles grün hier, wunderbar. Hauptsignal gewesen.
verknappt und gerade was zu trinken eingegossen. Schönes Glas Cola und da kommt dann die Siefer und bellt einfach. So, genau. So. Und da vorne dann gleich auf der rechten Seite, auf der linken Seite, Entschuldigung, kommt dann das Werk von Delitzsch. Und da am Bahnhof dann, der ein bisschen weiter dahinter kommt, wo wir gleich durchfahren werden, hält dann auch die Regionalbahn. Da steht auch schon ein bisschen was. Auch Güterwagen stehen tatsächlich auch da, also habe ich zumindest gesehen. Ja, bunte Mischung, sieht sehr gut aus. Schick, schick, schick. So. Wunderbar. So, und da vorne kommt dann der Bahnhof von Delitzsch. So. Also, wir müssen auch die Signale im Blick behalten. So langsam. 7 Kilometer nehme ich nur noch, dann sind wir da. Sehr schön. So, alles grün, L steht für Leipzig. Unterm Hauptsignal. Genau. Ludmüller hier. Hast man nicht so alles entdeckt. So ist es. So, du als nächstes müsste dann Zorschau oder wie das ausgesprochen wird, kommen. Können wir ja mal gucken. Genau. Und dann kommt dann schon Rackwitz dann als zweites dann. Ja, da hat Zorschau und dann Rackwitz. Genau. So sieht aus. Sehr schön. Lebt mir den Nachspiel. So, da kommen wir wieder Zug entgegen. 51. Die sieht man nicht nur vom Weiten, sondern den hört man auch vom Weiten. Muss man ja dazu sagen. Der Sound war bei Fahrstuhl, auf der Fahrstufe 15 ist auch nochmal ganz anders. Also hört sich nicht schlecht an. Sagen wir es mal so. So. Schön. Oh, Sie war nicht vergessen. Sind das Maisfelder hier links und rechts? Da irgendwo Pappeln sein. Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus. Aber ich glaube doch eher Mais. Ha. Ha. Naja. So, kommt der Bahnhof von Zorschau. Ich kann es nicht aussprechen, da hält zumindest auch nur die S-Bahn. Gibt es übrigens auch im Train SimWorld 3, Strecke Rapid Transit von Bad Kleeberg aus. Durch den Leipziger City-Tunnel, dann hier auf der und den Streckenabschnitt vorbei über Bitterfeld bis nach Dessau Hauptbahnhof. Genau. Gab es auch schon das ein oder andere Video, was ich da mal gemacht habe. Also könnt ihr gerne abchecken. Ja, bei Interesse. Natürlich. So, kommt noch eine Regionalbahn. Gut, kann jetzt auch eine S-Bahn sein. Vorteil jetzt ist an unserem Dieselzug, hier müsste man eigentlich den Patro jetzt runter machen, braucht man natürlich nicht, weil wir fahren noch mit Diesel. Kann man ja schön durchballern hier. Natürlich jetzt im Vorteil für uns. Genau. So, bei dem Zeichen muss der Patro dann wirklich unten sein. Und der Hauptschalter aus. So. Genau, das ist jetzt wirklich der Abschnitt hier, wo der Patrouille unten sein muss.
Und wenn wir hier mit der Lok oder mit dem Patto rübergefahren sind, dürfen wir dann den Patto wieder hoch machen und auch den Hauptstand da rein machen. Und dann wieder beschleunigen schön. So, jetzt haben wir den Berg hoch hier. Oh, schon hochkrauchen. Sehr schön. Ah, schon ein zu prügeln. Mit dem Gewicht da hinten. Muss man ja mal sagen. Das ist schon ordentlich zu prügeln. Ah, ja, Flugzeuge. In der Nähe müsste auch der Flughafen Leipzig-Halle sein. Oder Leipzig-Flughafen. Genau. Ja. So, kommen wir mal an Bamberg-Jagdplatz vorbei. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob da die Regionalbahn fällt. Also auf alle Fälle die S-Bahn, aber ob da die Regionalbahn mithält, weiß ich nicht. So, Baureihe 294 steht da auch noch. Also ordentlich was los hier mit dem Güterzug hier auf der Strecke, muss man echt sagen. Staunt man. So. Wunderbar. So, Vorsignal grün. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So ist es. Also auch alles grün. Hauptsignal. An 800 Metern sind dann auch nur noch 50 und da sehe ich auch was Gelbes. Gelbes Vorsignal. Bestätigen mit Befehl, mit Wasser und dann schön runterbremsen. So, das ist der Grün. Ich sehe schon, der City wollte noch vorbei. Alles klärchen. Moin. Für uns wird es nämlich dann hier gleich auf die linke Seite gehen, höchstwahrscheinlich. Die sind auch nur noch 80. Gut, kann man auf 80 beschleunigen noch. So, können uns erstmal befreien und dürfen dann auch bis auf 80 beschleunigen. So sieht's aus. So. Was macht er jetzt da? Ah, Mann, ey, Fahrstufe 5. Jetzt aber. Ja, jetzt. Jetzt. So, Weiche ist gestellt. Wunderbar. Ach gut, wir biegen hier ab. Gut. Sehr schön. So. Ja, den Abschnitt, den bin ich auch noch nicht so oft hier lang gefahren. Muss ich ja dazu sagen. Auch noch nicht so oft her. Aber ich glaube, ich bin hier schon mal abgefahren. Nur von der anderen Seite aus. Kommend aus. Genau. So. Ach, genau. Hier ist nämlich der Bahnhof Leipzig-Messe. Oder? Konzentrieren. Ja doch, Leipzig Messe, sind wir hier. Also rechts hier Bahnhof Leipzig Messe. So, das Haupt
Signal. So. Das heißt Halter warten. Wieder mal. Ah, da oben fährt auch noch ein Güterzug hier parallel. Fährt noch Denter City. Ah, wunderschön. Sowas liebe ich ja, ne? Sowas liebe ich ja wirklich. Ah, aber auch cool, dass wir auch hier mal hinten das Vergnügen haben, hier hinten mal lang zu fahren. So, gehen wir mal wieder rein hier. Konzentrieren uns ein bisschen. Wäre schön, wenn wir jetzt hier zum Schluss auch noch alles richtig machen würden. So. Güterzug hier vor uns noch einfahrt. Das soll er auch haben. Ja. Bremsen mal ganz langsam. Dann wird das auch was. Ja. 500 ist auch wieder an. Sieht man ja hier. Schön aufleuchten. Genau. So. Meine Hand haben auch schon Einfahrt bekommen. So. Da haben wir auch schon Einfahrt bekommen. Sehr schön. Langsam aber sicher. So. So. Gut. 500 das weg, müssen aber hier sowieso noch mal bestätigen. Einfahrt 40. Machen wir doch. Dann haben wir schon fast geschafft. Genau, und wenn man jetzt hier nur geradeaus weiterfahren würde, würde man dann zum Leipziger Hauptbahnhof kommen. Der ist auch wirklich nicht mehr weit weg. Echt coole Aufgabe, muss man wirklich sagen. Wirklich, wirklich, wirklich coole Aufgabe. So. So. Steht auch noch mal in der Ludmilla. Aber abgestellt. So, fahren wir vor bis zum haltzeigenden Signal. Wir müssen dann schließlich unbedingt unseren ganzen Güterzug immer rein hier. Und ja. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt reinpassen. Na, das werden wir dann sehen. So, der 500er ist auch schon wieder an. Das heißt, wir müssen schnell runterbremsen auf unter 25 km/h. So, genau. So wird ein Schuh raus. So. So. Wichtig ist auch mal schön langsam zu bremsen. Sonst haben wir hinterher auch keine Pluspunkte mit den Güterwagen. So, dann ziehen wir die Bremsen schön an auf 3,5 bar. Ja, und können den Schalter umlegen. So, machen das aus. Und dann haben wir es eigentlich. So, gut gemacht. Der Zug hatte Leipzig-Markau ohne Fehler erreicht. Sehr schön. Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich natürlich sehr freuen. Ja, schreibt mir gerne ein Feedback in die Kommentare und so weiter und so fort. Natürlich, ja, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist die Strecke auch verlinkt. Oder die Strecken, besser gesagt. Sowie
auch das Fahrzeug und die Aufgabe natürlich. Ne? Ja, schaut natürlich gerne auf meinen Instagram-Kanal vorbei, würde ich mich natürlich sehr freuen. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Kann selbst mit Gold abgeschlossen, die Aufgabe, wunderbar. Ja, Discord könnt ihr gerne auch abchecken, liegt dazu auch unten in meiner Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Schulz, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Und natürlich allzeit gute Fahrt hier im Transimander Classic. Tschüss.